Moslem Harun P., in München geborener Sohn von afghanischen Einwanderern, Vater streng religiös, wurde am 23. März 2013 bekannt, als er mir bei einer Kundgebung in der Münchner Fußgängerzone vor laufender Kamera androhte, den Kopf abzuschneiden und von hinten ein Messer in den Kopf zu stecken. Zudem sagte er, dass Al-Qaida das Beste sei, was es gebe. Das Video sahen auf YouTube bisher über 900.000 Menschen. Als ich ihn wegen Bedrohung und Diebstahl anzeigte, weil er in München auch Plakate der Freiheit abmontiert und gestohlen hatte, meinte ein Kripo-Beamter allen Ernstes, dass dieser Harun doch eigentlich ganz nett sei. Dieser nette Moslem reiste ein halbes Jahr später nach Syrien und ließ sich in einem islamischen Terrorcamp ausbilden. Im Februar 2014 nahm er im Dschihad für den Islamischen Staat an einem Angriff von 1600 Kämpfern auf ein Gefängnis in Aleppo teil, bei dem 300 Gefangene befreit wurden, darunter muslimische Extremisten. Dabei gab es mindestens 7 Tote. Während des Angriffs will er sich nur in den hinteren Reihen befunden und keinen Schuss abgegeben haben. Er gab aber zu, bei einem Wachdienst eine Mörsergranate mit 12 Kilogramm Sprengstoff in Richtung von Assad-Anhängern abgefeuert zu haben. Harun P. schien nicht mit seiner Rückkehr nach Deutschland gerechnet zu haben, denn er nahm auf dem Handy sein Testament auf und schickte es seiner Mutter mit den Worten: Mama, sei nicht traurig. Später wurde Harun P. gefasst und wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, versuchten Mordes und Beihilfe zum versuchten Mord angeklagt. Die Verhandlung ab Sommer 2014 vor dem Münchner Oberlandesgericht wurde der erste große Terrorprozess in Deutschland gegen einen Dschihad-Rückkehrer aus dem Islamischen Staat, geführt unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Dabei zeigte man im Gerichtssaal zu Beweiszwecken auch dieses Video aus der Münchner Fußgängerzone. Harun P. zeigte sich plötzlich vor Gericht als geläutert, bezeichnete den Islamischen Staat als Sekte und Abschaum, bewährte den Dschihad als dreckige Ideologie, die sich im Großen und Ganzen wie ein Virus verbreite, und meinte, dass die Ideologie der Salafisten einer Gehirnwäsche gleiche. Harun P. sagte wörtlich: Sollten die sich weiterhin Muslime nennen, muss ich sagen, ich schäme mich, Muslim zu sein. Im Gefängnis nahm er sogar an einem evangelischen Bibelkreis teil. Da Harun P. die Namen von Schleusern und Mitkämpfern nannte, Insider-Informationen über das Terrorcamp übermittelte, Ausbildungsinhalte offenlegte und auch in anderen Prozessen gegen mutmaßliche Terroristen in Berlin sowie Düsseldorf aussagte, wurde er im Juli 2015 im Rahmen eines Deals nur zu 11 Jahren Haft verurteilt. Die Bundesanwaltschaft hatte 13,5 Jahre gefordert. Richter Dauster sagte bei der Urteilsverkündung, dass Harun P. Aufklärungshilfe geleistet habe, wie man es bisher von einem Angeklagten noch nicht erlebt hätte. Ohne dieses Verhalten hätte es eine lebenslange Strafe gegeben. Harun P. hatte im Prozess auch über seine Radikalisierung berichtet. So sei er im Internet auf salafistische Videos gestoßen und habe eine Demonstration in Bonn besucht. Er wolle aber künftig vor dem sogenannten Islamismus warnen. Richter Dauster sagte ihm, dass er nach einer gewissen Haftzeit die Chance erhalten könne, junge Leute vom Verderben abzubringen. Nach Informationen der Bild-Zeitung kam der Afghane in diesem August nach nur 5 Jahren Haft wegen guter Führung frei. Damit hat er sogar weniger als die Hälfte der 11 Haftjahre verbüßt. Moslem Harun P. soll nun an einem geheimen Ort leben, da wohl Racheakte aus der islamischen Terrororganisation befürchtet werden. Radikale Moslems würden ihn offen anfeinden und als Verräter bezeichnen. In der Haft soll er auch von anderen Moslems bespuckt worden sein. Man darf gespannt sein, ob er angesichts dieser Bedrohung an Aussteigerprogrammen mitwirkt. Und es ist immer die Frage, ob sich ein radikaler Moslem wirklich komplett von der Ideologie des politischen Islams lossagen kann. Bei meinem 20-minütigen Gespräch mit ihm vor 7 Jahren hatte ich jedenfalls das Gefühl, dass er den Glauben daran zutiefst verinnerlicht hat. Die Bundesanwaltschaft hatte vor der Urteilsverkündung auch zu bedenken gegeben, sie könne nicht recht verstehen, was die Wandlung bei Harun P. ausgelöst habe.
Richter Dauster meinte, dass der junge Mann über ein Jahr Gelegenheit gehabt habe, nachzudenken. Vielleicht sei seine Kehrtwendung das Ergebnis dieses Nachdenkens. Pikant ist, dass von Richter Manfred Dauster bei Prozessbeginn zwei private Fotos auftauchten, die er auf Facebook veröffentlicht hatte. Darauf trug er ein T-Shirt mit dem Bild des Christenschlechters, Konstantinopel-Eroberers und Fundamentalmoslems Sultan Mehmed II. Die arabischen Schriftzeichen darauf bedeuten Mehmed, Sohn von Murad Han, immer siegreich. Das Oberlandesgericht antwortete auf Nachfrage des freien Journalisten Christian Jung, dass man darin kein Problem und auch keine Befangenheit des Richters sehe. Es handelte sich um zwei private Bilder, die von der Pressestelle weder bewertet noch öffentlich kommentiert werden. Nun, nach der Vorführung des Videos, in dem Harun P. mir mit Kopf abschneiden und Messer in den Kopf stecken gedroht hatte, sagte der Richter laut eines Berichtes der Süddeutschen Zeitung lediglich, dass dies ein Geschmäckle habe. Was er, Harun P., unter ruhig versteht, ist auf einem Video aus der Münchner Fußgängerzone zu sehen, das im Gerichtssaal gezeigt wurde. Harun P. legte sich da mit Stürzenberger an. Der Rechtspopulist und Islamkritiker stand im März 2013 an einem Infostand und diskutierte über den Koran. Harun P. war so erregt über die Thesen, dass er Stürzenberger drohte, ich schneide Ihnen den Hals ab. Stürzenberger fragte, und du willst mir den Kopf abschneiden? Und hielt ihm den Hals hin. Ich würde es so gern tun, das glaubst du nicht, antwortete Harun P. Tja, seufzte da der Richter und wiegte den Kopf. Das hat ein Geschmäckle. Sie drohen ihm mit einer Handlung, die wir aus einer Vielzahl von Videos kennen. Videos, in denen deutsche Dschihadisten wie der Berliner Dennis Kuspert über das Kopfabschneiden reden, als ginge es darum, Gurken zu schnippeln. Das hat aber nicht nur ein Geschmäckle, das ist eine eiskalte Morddrohung, die Harun P. im Laufe dieses Gespräches auch tief überzeugt wiederholte. Die Taz berichtete, dass Richter Dauster auch noch verfälschend zu Harun P. gesagt habe, Dschihad heißt erstmal nur, ein gottgefälliges Leben zu führen, mehr nicht. Haben wir uns verstanden? Harun P. habe daraufhin genickt, ja. Der Begriff Dschihad bedeutet aber Anstrengung, Kampf, Bemühung, Einsatz. Im Koran und in der Sunna bezeichnet dieser Begriff primär den militärischen Kampf. Daher wird der Dschihad von Moslems häufig auch Heiliger Krieg genannt. Zudem soll Dauster den von Harun P. dargestellten Alltag im Islamischen Staat, bei dem die Kämpfer unter anderem mit Waffen gejoggt seien, verniedlichend als radikalisiertes Abenteurertum bezeichnet haben. Das alles klingt nach gefährlicher Verharmlosung. So ähnlich wie der Kripo-Beamte, der Harun P. als nett eingestuft hatte. Dabei ist der Terror durch den politischen Islam in Westeuropa eine allgegenwärtige, brandgefährliche Bedrohung. Harun P. ist nur einer von rund 1050 Moslems aus Deutschland, die sich am Dschihad im Islamischen Staat in Syrien und dem Irak beteiligt haben. Seit dem 11. September 2001 gab es hunderte weitere schwere Terroranschläge des politischen Islams mit Zehntausenden von Toten. Ohne das Verbot des politischen Islams wird das ewig so weitergehen. Auch in Deutschland. Daher hat die Bürgerbewegung Pax Europa vor einigen Wochen einen Forderungskatalog an alle Bundestagsabgeordneten zur Auseinandersetzung mit Gewalt und Terror aus den Motiven des politischen Islams geschickt. Die BPE wird weiter Druck auf alle Parteien ausüben, dieses Thema endlich anzupacken. Nach dem Vorbild Österreichs.